Kaffee und grüner Tee können das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, deutlich senken. Zu diesem Ergebnis kommt eine japanische Studie, die im US-Fachmagazin Stroke, Journal of the American Heart Association veröffentlicht wurde. So viel Kaffee und grünen Tee sollte man täglich trinken. Rund 83.000 Japaner 13 Jahre begleitet. In der Studie hatten japanische Wissenschaftler 83.269 erwachsene Japaner nach ihren Gewohnheiten beim Genuss von Kaffee und grünem Tee befragt. Die Forscher verfolgten diese Gewohnheiten über einen Zeitraum von durchschnittlich 13 Jahren hinweg. Außerdem studierten sie Krankenhausakten und Todesurkunden und bezogen Faktoren wie etwa Gewicht, Tabak- und Alkoholkonsum, sonstige Ernährungsgewohnheiten und sportliche Aktivitäten ein. Je mehr man trinkt, desto geringer ist das Risiko. Alle diese Faktoren einbezogen, kamen die Wissenschaftler zu einem klaren Ergebnis: je häufiger Menschen Kaffee oder grünen Tee trinken, desto niedriger ist ihr Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen. Jene Teilnehmer der Studie, die mindestens eine Tasse Kaffee am Tag tranken, hatten dem Bericht zufolge eine 20% niedrigere Schlaganfallrisikoquote als jene Teilnehmer mit geringerem Kaffeekonsum. Teilnehmer, die 2 bis 3 Tassen grünen Tee täglich tranken, hatten ein 14% geringeres Risiko als Teilnehmer, die selten grünen Tee zu sich nahmen. Weitere Forschungen sollen folgen. In welcher Weise im Kaffee und grünen Tee enthaltene Substanzen ihre positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System entfalten, muss dem Bericht zufolge noch genauer erforscht werden. Die Studie widerlegt, wie auch schon frühere Forschungen, die Annahme, dass ein starker Kaffeekonsum per se ein Gesundheitsrisiko darstellen könnte. Zwar wurde zu Beginn der Untersuchung festgestellt, dass bei Menschen, die mehr als 2 Tassen Kaffee täglich trinken, häufiger koronarische Herzerkrankungen auftreten. Doch weitere Ergebnisse wiesen dann darauf hin, dass die Erkrankungen offenbar nichts mit dem Kaffee zu tun haben, sondern damit, dass Menschen mit starkem Kaffeekonsum oft auch Zigarettenraucher sind.